Guck mal, er läuft sogar so neben uns her. Wir müssen den theoretisch gar nicht reiten. Der läuft doch einfach so hinterher. Aber es macht viel mehr Spaß, ihn zu reiten. Ich glaube, der läuft aber immer Felix hinterher. Und du kannst auch irgendwie Kommandos geben, dem... Ernteeinstellungen, Verhalten. Hier. Befehl, Folge aktivieren. Aktiviere Wandern, Paarung aktivieren, Spieler angucken aus. Sag mal, Wandern aktivieren. Nee, ich will nicht, dass er sonst wohin rennt. Naja, Folgen aktivieren von mir aus. Folgen aktivieren können wir machen. Hier, naja, Folgen aktivieren. Habe ich gerade gemacht. Es folgt er mir. Also ich habe jetzt gelbe Bären. So, du hast den lange angedrückt oder ja. was? Ja. Achso. Einfach E gedrückt halten, dann kannst du auf Verhalten gehen. Steht das eigentlich, was für 10 man, Bären man zum 10 braucht irgendwo, oder muss man dafür im Internet gucken? Ausprobieren. Man kann im Internet gucken, ja. Kannst du einfach ausprobieren, weil der frisst halt nur aus seinem Inventar, was passt. Und wenn das nicht passt, was in deinem Inventar ist, steht da Nahrung reinlegen in den Balken unten beim Zähmen. Okay. Deswegen, da habe ich einmal die... Felix Nahrung. Ja, ja, Felix hat, glaube ich, aktiviert, dass er ihm folgt. Mein Geleitschutz. Wenn natürlich jemand aufsteigt, wird das natürlich überschreiben. Überschreiben? Überschrieben. Ich glaube, ein Triceratops ist zum Beispiel auch ein ganz guter Kampf. Viech, aber dazu müssen wir, glaube ich, uns besser ausrüsten für ja, weil, ganz guter Kampfviech. Ja. Das sieht ja hart aus, wenn ihr Hilfe fragt ruhig. Nö, aktuell nicht. Wir haben gerade unseren ersten Dino gezähmt. Das haben wir komplett ohne Nachfragen und so hingekriegt. Ja. Läuft bei uns. Hat funktioniert. Das ist ein Dino. Lass mich in Ruhe. Also, ihr könnt das nur machen, wenn ihr auf Inventar öffnen geht, dann kommt ihr in sein Inventar rein und dann hast du oben die Anzeige, das den ist, Reiter Sie. Das ist ein wandernder Klohaufen, du Sau. Das ist ja häufig kackt, das ist schon aufgefallen. Und man kann dem sogar ein Kostüm anlegen. Das ist voll gemein. Im Real Life ist es auch so, also bis unsere Kacke zur Erde wird, haben wir schon ein paar Mal wieder gekackt. Also jetzt habe ich es auch nicht mehr, dass ich es ändern kann, aber vor uns hatte ich noch die Auswahl. Wahrscheinlich kannst du das in den ersten paar Minuten. Ja, wahrscheinlich. Jetzt hat Lumi gekackt, sie ist genau da. Lumi war's. Lumi hat wieder durch die Hose gekackt. Was? Da war nichts. Da hat niemand gesehen. Lumi hat sogar angefasst. Lumi hat Kacke an den Händen. Ich bewerf dich mit meiner Kacke. Lumi hat Crew angefasst. Lumi hat Crew-Titis. Kennt ihr das? Nee. Nein. Passt auf. Ich hätte gerne ein drahtloses Headset. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein drahtloses Headset brauche oder einfach nur drahtlose Kopfhörer. Du brauchst nur drahtlose Kopfhörer. Gibt es irgendeine Situation in meinem Leben, wo ich ein Headset gebrauchen könnte? Ja, bei uns. Nein, ich will nicht, dass ihr auch vom Klo aus mit uns redet. Dass ihr uns hört, ist schon schlimm genug. Nee, darum geht's nicht, sondern halt, ja gut, okay, wenn ich jetzt in der Küche bin und dann. Aber ich habe das Headset ja nicht benutzen zum Streamen, ich habe ja ein Mikrofon. Ja, deswegen sage ich ja, du brauchst kein Headset. Aber. Du könntest das Headset fürs Telefon benutzen, wenn es ein Bluetooth-Headset ist. Das ist der einzige Punkt vielleicht. Ja, du kannst damit telefonieren. Aber gerade gucke ich nach einem mit einem USB-Adapter, weil die günstiger sind. Mit Bluetooth zahlst du nämlich nochmal locker 20 Euro mehr. Ja, ich wollte letztens Kopfhörer holen für mein Handy, weil ich im Betrieb auch das mal an den PC anstecke und da kann ich mir kein Bluetooth-Teil holen. Aber dieser Bluetooth-Teiler, der ist ja welche für 220 Euro, da bin ich ja erstmal voll aus den Socken gekippt. Ja, aber die haben Noise-Canceling drin. Das ist für Leute, die in einem rauschigen Umgebung oder lauten Umgebung arbeiten, das ist super geil, wenn du das dir leisten kannst. Ich würde gerne eins haben, weil bei uns ständig gequatscht wird neben mir und um mich rum und es übel unruhig ist und so ein Noise-Canceling dich halt wirklich gut davon abschirmt. Gummi, mach dich mal nützlich und sammel ein bisschen was hier. Ich kann nicht, weil dann friere ich immer. Nur weil da unten das Symbol kommt, dass dir kalt wird, frierst du noch nicht. Problematisch wird es, wenn es rot hinterlegt ist und so ein Eisblock da zu sehen ist. Und selbst dann hält es noch eine Weile aus. Okay. Wenn deine Nase friert, gehst du auch nicht wieder nach Hause. Doch Lumi macht das. Lumi sagt sich, ich gehe zum Sport, kommt raus. Oh, die ist kalt, ich bleib doch hier. Etwa so war es heute, ja. Wirklich? Ich war heute schon mal vor der Tür. Du wolltest schwimmen. Schwimmen vor die Tür und ja, ach, meine Nachbarin ist nicht mit und dann hatte ich keine Lust mehr. Und aber du machst es doch für dich, weil du dich dann geil fühlst.
Nein. Na, ich mach's, weil es Spaß macht. So. Und wenn ich keinen Bock drauf habe und es mir keinen Spaß macht, dann ist halt blöd. Ich mach das aus einem anderen Grund. Ich ziehe den Spaß daraus, dass ich mich danach gut fühle. Nee, tatsächlich macht mir Sport an sich Spaß. Meistens macht mir das auch Spaß, aber so Fitness, da ziehe ich eher das raus, weil ich mich danach geil fühle und mich darüber freue, dass ich so fleißig war und so. Also gerade bei Fitness, das macht mir an sich Spaß. Das Schwimmen gehen finde ich eher extrem langweilig, deswegen ist es cool, wenn eine Freundin mitkommt. Irgendwie sehe ich die Sonne nicht, von der die ganze, von die Beleuchtung kommt. Hol dir mal Flossen, dann ist Schwimmen, wieder geil. Dann ist Schwimmen wieder geil. Aber naja, irgendwie, ich jetzt noch mal keine Flossen aus dem Kaufland. Ich könnte ja auch ein Headset nehmen. Ah gut, wenn das ein AUX Ein- und Ausgang hat, nützt mir das auch nichts fürs Handy, dann. Also es gibt keine Variante, wo ich wirklich ein Headset bräuchte. Eigentlich bräuchte ich Kopfhörer, ne? Ja, denke ich schon. Günstiger. Kannst du dafür gute Kopfhörer nehmen? Ich muss das Goal wieder ändern. Ich müsste mal irgendwo noch ein bisschen Leder sammeln, damit ich den Sattel bauen kann, den neuen. Mir fehlen ja. 27 Leder. Leder kriegst du, indem du Viecher tötest und dann mit einer Axt verarbeitest. Deine irgendwelche kleinen Viecher. Moment, das reicht. Dodos, hier zum Beispiel der Dodo. Nehmen wir den doch. So. Irgendwie kommst du wieder rüber, oder? Das gab leider nur rohes Fleisch. Wo seid denn ihr jetzt? Ich bin auf die andere Seite gelaufen, bei Lumi. Achso, okay, dann komme ich mit rüber. Da vorne sind Sachen, die da rumstiefeln. Am besten halt Pflanzenfresser, die wehren sich nicht so. Die sind aber auch so unschuldig. Ich hab das schon verstanden. Ich war oft genug im Ausland, dass ich mir Kontext herleiten kann aus unverständlichen Wörtern. Die Zwille kennt man, wenn man die Mickey Maus einfach früher gelesen hat. Warum hab ich denn hier Mini-Raptoren? Hinter dir. Mhm. Oh, die geben richtig viel Leder. Ja, Dodos. Die Mini-Raptoren. Sag ich doch. Die Campis. Ich glaube, ich hab jetzt das Leder dafür. Nee, mir fehlt genau ein Leder, natürlich. Ein Parasaurus. Gibt es nicht was in der Kiste noch? Nee, das habe ich schon rausgenommen. Hier, du gabst, glaube ich, Leder. Lystrosaurus. Wo bist du denn? Oh, läuft noch was. Was ist das? Was bist du? Bin ich. Es gab natürlich nur rohes Fleisch diesmal. Dammit! Oh, was eben? Wir haben hier noch einen Pflanzenfresser. Oh, scheiße, du greifst mich an. Warum greifst du mich läuft. An? Ich wollte mich dich nur angucken. Lumi wurde von einem, ich hab's nicht gelesen. Ah, jetzt habe ich Leder gemacht. Level 3, den könnte man doch kaputt machen. Es ist relativ. Der Parasaurus. Mit dem großen Dickschädel. So, Parasaurus herstellen. Der würde dich platt machen, das ist ein Fleischfresser. Deswegen er hat mich gerade platt gemacht. Ich mache ihn jetzt gleich zurück platt. Naja. Das will ich sehen, der tänzelt immer noch an deiner. So, ich hab den Parasaurus-Sattel jetzt. Ich bekomme jetzt zur Base zurück. Das sieht aber aus wie ein. Ich glaube, ich weiß, was Lumi tötet. Das sieht nicht aus wie ein Pflanzenfresser. Das ist doch kein Pflanzenfresser, der Fleischfresser, hab ich schon. Der hat doch riesen Krallen vorne dran, das sieht man doch. Wo bin ich denn hier? Lumi musst halt hinlaufen und streicheln. Ich wollte ihn mir nur aus der Nähe angucken. Genau, ich gehe erstmal zum Fleischfresser und gucke ihn mir aus der Nähe an. Das ist eine gute Option. Ich wusste, dass es ein Fleischfresser ist. Das siehst du doch an den riesen fetten Krallen, die der hat. Der läuft doch auf zwei Beinen. Der war relativ weit weg und dann ist er schon direkt auf mich draufgefallen. Ja, okay. Der ist natürlich jetzt genau bei dem Parasaurus. Vorhin war der Parasaurus solo. Moment, bei unserer Base ist doch ein Parasaurus. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich bin gerade. Ja, das ist nicht mein Problem. Also Felix, ich gehe zu unserer Base zurück, weil da drüben rennt ein Parasaurus rum bei uns. Hinter mir rennt ein Pego Mastax her. Ich warte nicht mal nach. Jetzt an oder will der mit mir kuscheln? Die wollen generell nicht kuscheln und ich habe keine Ahnung, wo du bist. Warum läuft der mir nach? Ich will den nicht haben. Jetzt müsste das Teil nicht mehr an deiner Leiche sein. Wenn du dich mal langsam rüber bemühst, dann... Lumi, ich weiß nicht, wo sie ist. Also finde ich. Ich fahre zu gerne Zug, aber ich fahre nicht gerne Bus. Ich glaube, Lumi hat eine Orientierung wie ein Toast gerade. Obwohl sie einen großen Leuchtanzeige kriegt, wo sie gestorben ist. Ich hab hier keine große Leuchtanzeige, Leute. Aber wir haben die immer, das ist komisch. Ja, nur wenn ich nah genug dran bin, aber offensichtlich bin ich nicht nah genug dran.